Ja, hallo, mein Name ist Dirk Miro und ich spreche hier für die Initiative der Rechtsanwälte gegen Totalüberwachung. Ich bin heute Morgen um 6.44 Uhr in Kiel in den Zug gestiegen, um hierher zu kommen, weil es mir so wichtig ist, heute hier vor dem Reichstag zu demonstrieren. Man muss sich in dem Zusammenhang ja eigentlich schon die Frage stellen, also vor dem Reichstag waren so 200 Rechtsanwälte, davon bestimmt 150 Rechtsanwälte oben, ein starkes Zeichen. Man muss sich eigentlich schon fragen, wie weit ist es eigentlich gekommen, dass 200 Rechtsanwälte in Rom auf die Straße gehen vor dem Reichstag und für Bürgerrechte demonstrieren. Das gab es schon lange nicht mehr. Das zeigt, die Wut weckt. Was ist passiert? Der Verfassungsminister, unser Verfassungsminister, Herr Friedrich, hat Sicherheit zum Supergrundrecht erklärt. Das ist falsch. Er hat das Grundgesetz nicht verstanden. Wenn es ein Supergrundrecht gibt, dann ist das Freiheit. Ja, wie weit ist es eigentlich gekommen, dass inzwischen Anwälte das Grundgesetz hochhalten müssen? Ja, ja. Helden wie Laura Poitras, Jacob Applebaum oder Sarah Harrison kürzlich sind nach Berlin gekommen, um hier Exil zu finden, um hier quasi Asyl zu finden, weil sie sich in ihren Heimatländern verfolgt fühlen. In Ländern, die wir früher mal als Mutterländer der Demokratie angesehen haben. England, Amerika. Und wir haben im Augenblick à la Casablanca Rick's Café in Berlin. Wie weit ist es eigentlich gekommen, dass die hier in Berlin Exil suchen müssen? Was mich wirklich sehr verstört hat an irgendeiner Stelle. Die USA haben ja von Russland verlangt, dass Edward Snowden ausgeliefert wird. Es gab ein Schreiben des Außenministeriums, in dem versprochen wurde, dass Edward Snowden weder die Todesstrafe erwartet, noch dass er gefoltert wird. Wie weit sind wir eigentlich gekommen, dass die USA das versichern müssen? Der Schirmherr unserer Initiative Rechtsanwälte gegen Totalüberwachung ist Gerhard Baum. Er ist inzwischen 84 Jahre alt, er ist bekanntes liberales Urgestein in Deutschland, ehemaliger Bundesinnenminister. Er hat heute eine Kolumne im Handelsblatt, er hat uns heute nochmal per SMS viel Erfolg gewünscht für unsere Kundgebung und er hat geschrieben, Gerhard Baum immerhin, der Kampf beginnt erst. Insofern möchte ich Ihnen allen zurufen, bleiben Sie dran, lassen Sie uns zusammenstehen, ob das nun Anwälte sind, Ärzte, wer auch immer. Der Kampf geht weiter. Vielen Dank.